Hallo, liebe Zuschauer. Ich denke, Sie sind jetzt schon richtig eingestimmt auf die Boxweltmeisterschaft im Halbweltergewicht zwischen dem Titelverteidiger Kostja Dzhu aus Russland, er lebt in Australien, gegen Hugo Pineda aus Kolumbien. Das ist der Ringsprecher, Mark Warren. Der Kampf findet statt im Parramatta-Stadion. Hier wird eigentlich meist Rugby gespielt, aber heute geben die Boxer den Ton an. Und da ist schon zu sehen gewesen, Kostja Dzhu, aber erst einmal die Offiziellen. Der Ringrichter ist Billy Mails. Und die Punktrichter kommen aus Australien, aus den USA und aus Kolumbien. Der Kampf ist angesetzt auf 12 Runden. Es ist ein Titelfight der Version IBF, International Boxing Federation. Und das Limit ist 63,5 Kilo. Und das ist er, der Herausforderer aus Kolumbien, Hugo Pineda. Hat bisher 27 Mal gewonnen, kämpfte einmal unentschieden, siegte 21 Mal durch K.O. Aber bemerkenswert ist bei ihm in erster Linie seine Länge. 1,86 Meter ist er groß. Und damit ist er erheblich größer als der Weltmeister. Der misst nämlich nur 1,67 Meter. Dieser Hugo Pineda, 24 Jahre alt, hat bisher 24 Mal in Kolumbien geboxt, zweimal in Panama, zweimal in Argentinien. Also heute hier in Sydney der erste große Ausflug. Er schnuppert die Ringatmosphäre der großen, weiten Welt. Er hat bisher noch keinen ganz großen Klassemann geboxt. Er ist gut geführt worden von seinem Manager. Daher auch der gute, der nahezu blütenweiße Rekord. Aber das heute ist nicht nur eine Chance, sondern vielleicht auch die erste große Bewährungsprobe für Pineda. Und hier der Weltmeister, Kostja, oder genauer gesagt Konstantin Dzhu aus Serov in Russland. Er ist 26 Jahre alt. 15 Mal hat er gewonnen. Alle seine Kämpfe gewonnen, siegte 11 Mal durch K.O. Profi seit 1992. Und vielleicht erinnern Sie sich, liebe Boxsportfreunde, er war Europameister der Amateure 1991 in Göteborg. Da bezwang er im Finale den Andreas Zylo aus Schwerin mit 33 zu 14 Wertungspunkten. Und wenig später wurde er Weltmeister der Amateure hier in Sydney 1991 mit einem 32 zu 9 Erfolg über den Amerikaner Vernon Forrest. Also einer, der vom Boxen viel, vielleicht sogar schon alles weiß. Und hier der Originalton. Die Australier stehen voll hinter ihm, denn er ist einer der ihren. Er ging damals 92 weg aus der zerfallenen Sowjetunion mit seinen Freunden Abatschakow und Nazarov erstmal nach Japan. Die blieben da, sind auch Weltmeister. Und er machte den Sprung weiter nach Australien. Und hier ist er ungeheuer populär. Erste Runde. Ja, das Problem. Wie wird er fertig mit den Reichweitenvorteilen des Herausforderers? Ist nicht jedermanns Sache, gegen so lange Burschen zu kämpfen? Die stochern da immer mit den langen Armen an einem herum. Und außerdem ist dieser Hugo Pineda ein Rechtsausleger. Also der lange Bursche, der Dunkelhäutige, das ist der Herausforderer, Hugo Pineda. Und der kleinere Mann ist der Weltmeister. Ja, da geht Konstantin Dzhu gleich zur Sache. Er versucht, den langen Burschen mit der Rechten zu beeindrucken. Ja, aber links oben ist der Titelverteidiger offen. Da kann die lange Rechte, wenn er eine gute Führungshand hat, der Kolumbianer, da kann die schon ein bisschen Unheil anrichten. Da war die Rechte. Also, er boxt ihn mit der klassischen Methode. Rechtsausleger mit der eigenen rechten Hand zu bekämpfen.
Pineda macht sich ein bisschen kleiner, weil die Schläge des Russen zu schnell kommen. Versucht er eine kompakte Deckung aufzubauen. Und er hat eine rechte, die er hinterher schlägt. Ah, da ist schon alles drin an Verbissenheit und Spannung. Das knistert. Also Chu boxt ein bisschen offen. Lungs oben, da wollte ich sagen, da war die rechte drin. Und da geht er runter, der Weltmeister am Boden. Eine Sensation. Und der Ringrichter, Billy Mails, zählt ihn bis 8 an. Weiter geht's. Also bisher eindrucksvoll, Chu, aber jetzt hat ihm Pineda gezeigt, dass er auch was drin hat. Ich habe das schon mal gesagt, als er Weltmeister wurde. Der kleine Russe. Am 28. Januar 1995 in Las Vegas. Da bezwang er Jake Rodriguez, den Titelhalter aus den USA, in der 6. Runde durch Touch and Go. Aber er war bis dahin auch sträflich offen gewesen, hatte selber viel einstecken müssen. Dann hat er den Titel einmal verteidigt im Juni 1995 hier in Australien, in Newcastle in New South Wales gegen den Amerikaner Roger Mayweather. Und da siegte er, schwere Sache, ja, da war der rechte Cross drin. Da siegte er nach Punkten über 12 Runden. Nochmal. Ah, war kein ganz genauer Volltreffer, aber es war genug dahinter, um den Weltmeister von den Beinen zu reißen. Er stand außerdem schlecht von der Balance her. Oh, da ist einiges drin. Na, die rechte kommt immer wieder. Die rechte von Chu. Ja, Pineda lässt sich den Kampf in der halben Distanz oder im Infight aufzwängen. Ja, die rechte Führungshand von Pineda müsste draußen sein. Die müsste draußen stehen. Und das ist da eingeblendet. Frau Chu, die Gattin des Weltmeisters. Da sieht man, wie sie mitfühlt, wie sie die Deckung aufbaut, wie sie die linke hochnimmt. Das sollte ihr Mann auch tun. Und er ist weiterhin oben offen, oben links. Da ist immer wieder Platz für die lange Rechte von Pineda, aber der gibt seine, jetzt kommt er mal, das muss er machen, zwei, dreimal die Führungshand schlagen. Er gibt seinen Reichweitenvorteil eigentlich leichtfertig auf. Thank you.
Kostja, Kostja, rufen die Zuschauer. Und sie werden angeregt durch die Körpersprache von Kostja Chu. Er, das deutet alles an, er sagt es auch ohne den Mund aufzumachen, ich bin der Champion, ich bin der Chef im Ring. Und er boxt einen Stil voller Risiko. Er arbeitet mehr und er hat noch nicht das richtige Rezept hier, der Hugo Pineda. Und Chu will abtauschen, er will schlagen. Und offensichtlich sind die Treffer von Pineda nicht hart genug, um ihn zu stoppen oder zu einer Änderung seiner Taktik zu zwingen. Ja, jetzt hält er die Linke manchmal ein bisschen höher, aber er macht den Kampf. Nicht der Herausforderer, der Weltmeister macht den Fight. Das waren zwei Volltreffer. Er schlägt schnell, dieser Kostja Chu. Immer wieder ist er drin. Unglaublich schnell. Macht er den Schritt, anderthalb Schritte, dann ist er dran am Mann und da kommt vorher die Linke, dann die Rechte. Er ist schon der bessere Mann. Ja, die Rechte müsste noch mal kommen, wie in der ersten Runde. Er nimmt Maß wie ein Herrenschneider, dieser Kostja Chu. Und er schlägt die Rechte auch schon ohne Vorbereitung. Er kommt durch, aber der Weg ist ein bisschen lang. Und er hat immer noch keine richtige Linie, der Herausforderer Hugo Pineda. Er müsste die Führungshand die Rechte zwei, dreimal schlagen. Mehr stören, mehr eine Sperre aufbauen. Ja, er lässt den kleineren Mann, dem Weltmeister, die Zeit, seine Position zu verändern, die richtige Schlagentfernung zu suchen. Also hier die Ecke von Kostja Chu ruhig. Es läuft so, wie man es sich vorgestellt hat. Er dominiert. Redneck. Neue Hit 96 international von Ariola. Prima. Sofort kaufen. Super gut. Wo
Vor langer Zeit in einer entfernten Galaxie. Jetzt für Sie zu Hause. Die Star Wars Trilogie. Anruf genügt. Neu und vollkommen digital überarbeitet. In nie dagewesener Bild und... Am 11. Februar Doppelpass um 11 Uhr live im DSF. Fußball in der Halle ist fantastisch. Aber wissen Sie noch? Da unten, zum ersten Mal unten in der vierten Runde. Pineta. Ha. Billy Mails zählt, gibt frei. Nochmal die rechte. Oh, da geht der Weltmeister jetzt aufs Ganze. Und der lange Bursche aus Barranquilla, er versucht zu halten, zu klammern. Ohne Deckung marschiert Chu hinterher. Chu ist für Pineda zu schnell, zu beweglich. Und er geht einfach hinterher, kann sich das erlauben, weil offensichtlich die Schlagkraft von Pineda nicht ausreicht, um ihn ernsthaft zu gefährden. Und er macht sich immer kleiner, der Kolumbianer. Schauen Sie mal hin, die Köpfe fast auf gleicher Höhe. Er will zumachen, dicht machen, oben einigermaßen kompakt sein. Und immer wieder kommt die rechte ohne Vorbereitung der linken Hand. Nach vier Runden. Ganz klar, der Weltmeister liegt vorn. Und er ist in nahezu allen Belangen überlegen. Aber, ich sage immer wieder mal aber, er boxt eigentlich risikoreich, nimmt selber zu viel. Das war der Niederschlag in dieser vierten Runde. Ah, er kommt durch die Deckung und er schlägt auch über den linken Handschuh hinweg immer wieder die rechte. Und da trifft er. Fünfte Runde. Hat er sich erholt? Oder kann Chu da weitermachen, wo er aufgehört hat in der vierten Runde?
Da, er versucht es jetzt auch mit dem linken Haken. Rechte gerade, linke Haken. Vielleicht geht Chu ein bisschen zu sehr auf einen Wirkungstreffer aus. Er will ihn unbedingt K.O. schlagen. Er könnte auch ein bisschen mehr boxen, könnte sich Zeit lassen, denn dieser Mann ist eigentlich kein ernsthafter Gegner, dieser lange Bursche, dieser Hugo Pineda. Naja. Oh, eine Verwarnung. Verwarnung wegen Tiefschlags. Verwarnung an Pineda, naja, der liegt eh hinten. Es geht weiter. Er hat den großen Tiefschutz an, also die Schlagwirkung ist einigermaßen abgefangen worden. Da war die linke schon wieder ziemlich tief. Aufpassen. Ja, Cabeza arriba. Also nimm die rüber hoch. Aber die Übersicht ist schon bestechend. Hat ein gutes Auge, dieser Kostja Chu. Und er liegt natürlich jetzt nach 5 Runden, ganz klar, in Führung. Er war drüben in den USA, um den Titel zu holen. Aber man hat im Augenblick keinen guten amerikanischen Halbweltergewichtler. Was man ihm bietet, um zu kommen, da war der Tiefschlag. Ah, das waren 3 Schläge unten hin. Da wurde er zu Recht verwarnt. Aber was man ihm da drüben bietet, ist zu wenig. Er bleibt hier in Australien und sagt, wer den Titel will, soll herkommen. Lieber verdient er ein bisschen weniger, dafür öfter. Und die anderen Weltmeister, naja, die wissen um seine Stärke. Das ist bei WBA, World Boxing Association, der Argentinier Cocchi, der umstritten gegen Tony Randall gewonnen hat. Bei BBC, World Boxing Council, ist es Julio César Chávez, der Mexikaner. Und bei WBO, World Boxing Organization, Sammy Fuentes aus Puerto Rico. Und in diese Gewichtsklasse kommt ja hinein Oscar de la Hoya, der vom Leichtgewicht aufrutscht und der demnächst im Mai oder Juni gegen Chávez den großen Superfight machen soll, wo beide so etwa 9 bis 10 Millionen Dollar verdienen. Aber darüber werden wir Sie beim DSF auf dem Laufenden halten. Es gibt da in Kürze schon einen Vorbereitungskampftag, wo beide nicht gegeneinander, aber in einem Programm boxen. Aber bleiben wir hier. Das wäre natürlich schon einer dieser Kostja Chu. Um den mit Oscar de la Hoya oder Julio César Chávez zusammenzubringen. Nochmal, er versucht es mit Gewalt, mit der rechten Hand. Ja, geht weiter, es geht weiter. Passt auf, bleibt fair. Da klammert ein bisschen viel, da könnte jetzt mal eine Ermahnung vielleicht hilfreich sein. Und wieder die Rechte drin. Er ist angeschlagen! Er ist angeschlagen! Oh!
Da liegt der K.O. in der Luft. Wieder Ermahnung, pass auf, da war wieder ein Tiefschlag dabei. Linker Haken drin, Serie drin. Es sieht nicht gut aus um den Kolumbianer. Ja, klare Sache. Klare Sache, auch diese sechste Runde geht an den hochüberlegenen Weltmeister. Der linke Haken war drin. Nochmal. Er pendelt, er taucht, das macht er nicht schlecht, der Pineda. Und dann will er sich über die Zeit retten. Klammert, wo es nur geht. Jetzt muss der Ringrichter Billy Mills schon aufpassen, dass da Pineda nicht zu viel einsteckt. Also, ominöse siebte Runde. Achu drängt, er drückt auf das Tempo und wieder klammert er. Der lange Bursche macht zu. Wieder und wieder und da gibt es die zweite Verwarnung wegen Tiefschlagens. Jawohl, und da geht er in seine Ecke. Hör mal, sagt dem Jungen Bescheid. Ja, sonst kommt er raus. Beim nächsten Mal ist er draußen, da wird er disqualifiziert. Ja, das sind lange Arme, wenn der den Haken ansetzt, den Körperhaken, und dieser schnelle Ju macht einen Schritt nach vorn. Dann ist eben der ganze Weg kürzer und dann liegt das Ding eben unter der Gürtellinie. Nochmal, das war es schon fast Oberschenkel. Ja, er kann aber erheblich einstecken, der Herausforderer. Da waren doch schon jetzt ein paar Volltreffer drin, Serien, aber er steckt es weg, bis jetzt. Und Billy Mills schaut nur in die Augen von Hugo Pineda. Oh, wenn man da so nah dran steht, sieht man alles ganz genau. Da weiß er schon, was los ist, wann der Bursche alle ist und wann er dazwischen gehen muss. Und er nimmt. Die linke Gesichtshälfte ist geschwollen von den Rechtshändern des Weltmeisters. Und Pineda reagiert einfach zu langsam. Die rechte kommt an, wieder, ist immer wieder drin. Nochmal. Herrgott, feuert er. Jetzt geht er runter. Jetzt geht er runter mit Verzögerung. Zum zweiten Male wird er angezählt. Hugo Pineda. Na, und der Gong, die Pause, rettet den Kolumbianer. Nochmal, da kommt die rechte. Keine Deckung da. Der Kopf ist dann so tief unten, dass er fast schon zum Kopfstoß wird. Nochmal, die rechte wieder voll drin. Und jetzt reicht's ihm, aber er geht mit Verzögerung runter. Jetzt erst.
Ja, also da liegt eine Klasse zwischen beiden, was die boxerische Leistung angeht. Er ist mutig, er ist tapfer, er hat Behauptungswillen, aber das ist es ja nicht, was ausreicht. Er ist klar hinten und der Ringrichter muss aufpassen oder die eigene Ecke. Und da gibt es ein Handtuch, das man dann werfen kann, wenn der eigene Mann zu viel nimmt. Linke, der linke Haken, dieser Chu kann ja alles. Rechte Karte, linke Haken. Ja, er weiß, wie man Rechtsausleger boxt. Eine tolle Studie. Dieser Blick von Kostja Chu, wie er Maß nimmt, wie er genau hinschaut. Noch einmal angeschlagen in der achten Runde. Dieser Pineda ist zäh wie Leder. Er steckt alles weg, was da kommt. Naja, jetzt merkt man den Unterschied. Da ist der Weltmeister, absolute Weltklasse. Und dieser Pineda, jetzt weiß man, was seine 27 Siege wert sind. Seine 21 K.O.-Erfolge gegen zweite oder dritte Klasse. Und zum ersten Mal hat er hier einen vor sich, der eine ganz andere Dimension verkörpert im Boxen. Und die linke Gesichtshälfte ist geschwollen. Was hält ihn hoch? Er ist schon ein zäher Bursche und er muss auch was in sich haben, irgendwie einen Stolz, dass er sagt, also so einfach lasse ich mich auch von diesem Champ nicht umnieten. Er macht es dem Weltmeister nicht leicht. Mit allen seinen Mitteln, die er hat, das sind nicht allzu viele, aber er bringt alles, was er drin hat. Da war die rechte mal drin, kerzengerade geschlagen, so eine Art Rampfall. Das hat er zu wenig gemacht, der Kolumbianer. Und wieder war die rechte unten, aber das war nur leicht, das war kein schwerer Schlag, aber immer wieder rutscht ihm der Handschuh in die Tiefschlagregion.
Noch einmal. Noch einmal. Was nun? Was nun? Was denn nun? Also, wenn er eine Verwarnung ausspricht? Nein, war es nicht, denn dann hätte er ihn nach 3 Verwarnungen disqualifizieren müssen, den Hugo Pineda. Aber er will den Kampf laufen lassen. Das wäre ein unbefriedigendes Ende. Aber ganz so einfach, wie sich das Management von Kostya Zhu vorgestellt hatte, nach den beiden schweren Titelfights gegen Rodriguez und Mayweather, da holen wir uns mal so einen, der ein bisschen leichter ist. So einfach geht die Rechnung auch nicht auf. Er ist besser, ganz klar. Aber er muss arbeiten. Er muss schwer arbeiten und relativ lang. Er hat immer früher gewonnen. Hat 3-mal ist er bisher über 10 Runden gegangen. Und 1-mal über 12. Aber alles andere waren kurzrundige Sachen. Da siegte er vorzeitig. Ja, und auch bei ihm eine leichte Rötung auf der linken Gesichtshälfte beim Weltmeister. Da kommt doch immer wieder mal der rechte hin. Oder man muss sagen, der rechte Wischer. Naja, an der Zwischenwertung gibt es keinen Zweifel. Er liegt hinten, ganz klar hinten. Er kann nur durch einen K.O.-Schlag, durch einen Lucky Punch gewinnen. Und da kommt der Weltmeister. Oh, da kommt Chu. Jetzt boxt er ein bisschen ökonomischer. Das ist überhaupt das Problem bei Kostya Zhu. Er verbraucht viel, fast in jedem Fight. Er nimmt auch viel. Deswegen boxt er ein bisschen weniger. 1992 hat er 6-mal gekämpft. 93 war es dann nur 4-mal. 94 3-mal und 95 nur 2-mal. Das ist richtig so. Und das ist der erste Fight im neuen Jahr 1996. Down, da war der linke Haken. Sauber geschlagen. Er lockt den Pineda raus. Und er weiß nicht, was kommt. Kommt die rechte Gerade? Kommt der linke Haken? Nochmal beides. Aber da kommt auch mal die rechte wieder rein von Pineda. Aber der Weltmeister dominiert weiter. Haushohe Führung für den Titelverteidiger Kostya Zhu. Und bei ihm
Kann er noch zwei Runden durchstehen? Er hat viel genommen, viel einstecken müssen. Aber er ist zäh. Will er den Knockout erzwingen? Auch bei ihm? Eine Schwellung? So rund um das linke Auge? Gute Stiefel, damit kann ich nichts aufhalten. Weder Eis noch Schnee. Es war von Anfang an eine gute Idee. Überall auf der Welt haben wir Riesenerfolg. Timberland heißt, zurück in die Wildnis und dann wieder Mensch sein. Ich benutze meine American Express-Karte in 99% aller Fälle. Mit ihr muss ich nicht überlegen, habe ich noch Geld dabei. Das macht es so einfach. American Express ist willkommen bei Timberland und dort, wo man mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Wer hier zapft, der weiß Bescheid. Kennt sein Handwerk, nimmt sich Zeit. Frisches Feldteams. Wer hier schenkt, der liebt das Beste. Land und Leute, seine Gäste, frisches Feldteams. Wer hier einkehrt, kennt sich aus, ist willkommen, ist zu Haus. Wir führen Gutes im Schilde, frisches Feldteams. Kevin Costner präsentiert die einmalige Videoedition 500 Nations, die Geschichte der Indianer. Wir zeigen Ihnen die Besiedlung des Westens, Mord und Vertreibung. Den heldenhaften Kampf der Indianer um Freiheit. Rufen Sie jetzt an und Sie bekommen die Kassette Blüte der großen Kulturen zum einmaligen Kennenlernpreis von nur 19,95 €. Sehen Sie mit Hilfe modernster Computertechnologie wiedererschaffene Bauwerke der Maya und Azteken. Bestellen Sie unter 0180 52 52 502 Blüte der großen Kulturen für nur 19,95 €. Wir sehen uns wieder bei 500 Nations. Spüren Sie es. Kein anderer Rasierer ist gründlicher und angenehmer als der Gillette Sensor XL. Weiche Lamellen helfen, Ihre Haut zu schützen. Und federnd gelagerte Doppelklingen passen sich dem Gesicht an. Für die beste Gillette-Rasur, Gillette Sensor XL. Hattrick im DSF. Beim Miniturnier in Bochum wird an einem Abend der Ruhrpottmeister ermittelt. Der Gastgeber VfL Bochum, Schalke 04 und Borussia Dortmund geben alles gegen die Konkurrenz aus dem Revier. Das Miniturnier aus Bochum, Samstag 18 Uhr live im DSF. Ha! Basketball im DSF. Bayer Leverkusen steht nach der neuerlichen Pleite vor dem Aus in der Europa-Liga. Um die minimale Chance auf das Playoff-Viertelfinale wahrzunehmen, ist ein Sieg gegen den türkischen Meister Ükerspor Istanbul Pflicht. Für die Bayer-Riesen geht's um alles oder nichts. Ükerspor Istanbul gegen Bayer Leverkusen. Donnerstag, 19.25 Uhr, live nur im DSF. Elfte Runde, vorletzte Runde. Die linke. Aber damit ist dieser Schuh überhaupt nicht zu bremsen. Ah, der Weltmeister will es wissen. Er will eindrucksvoll gegen diesen Burschen hier gewinnen in Sydney. Beide mit der rechten drin. Immer noch spannende Momente in dieser elften Runde. Da war die rechte zum Körper drin bei Pineda. Zuckte er zusammen, der lange Kolumbianer. Yeah.
Rechte! Die Rechte von Chu! Ja, da klammert der Herausforderer. Will über die Zeit kommen. Die Rechte, die war's. Rechte Volltreffer. Und da geht er runter. Zum dritten Mal Pineda am Boden. Zum ersten Mal in dieser 11. Runde. Ja, die Nase blutet. Und Schuh kommt. Linke Haken war drin. Nochmal die rechte. Oh, das sieht nicht gut aus für Pineda. Er fällt um. Hält sich ein bisschen am Gegner fest. Wenn der weggeht, fällt er um. Zum zweiten Male unten in der dritten Runde. Zum vierten Male insgesamt. Und wieder ist er unten. Und da ist nichts mehr drin. Und da macht der Ringrichter Schluss, Billy Mails. Jawohl. Er bricht ab. Sieger. Also durch technischen K.O. in der 11. Runde. Kostja Chu. Ja, und seine Frau atmet auf. Atmet durch. Freut sich. Nochmal. Der linke Haken war drin. Ja, da ist nichts mehr drin. Er wackelt. Der lange Pineda ist ausgepumpt. Ja, nein, da ist nichts mehr drin. Das hat keinen Zweck mehr. Und er bleibt Weltmeister im Halbweltergewicht. In seinem 16. Kampf, der 16. Sieg, der 12. vorzeitig und für Pineda im 29. Kampf die erste Niederlage. Hier ist er, ein strahlender, ein großartiger Weltmeister. So viel, liebe Zuschauer, für heute aus Sydney. Es geht weiter mit Weltklasse-Boxen beim deutschen Sportfernsehen schon am kommenden Freitag ab 21.15 Uhr. Eine Europameisterschaft im Halbschwergewicht aus Marsala auf Sydney.